Hallo, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Bark. Ich bin assoziierter Forscher hier am Humboldt-Institut und ich möchte Sie im Namen des Instituts zu diesem digitalen Salon zum Thema Fake News willkommen heißen, der zusammen mit der Kooperative Berlin organisiert wird. Ich wurde gebeten, eine kurze Einführung in den heutigen Abend zu geben. Ich habe mich in meiner Forschung zwar nicht direkt mit Fake News beschäftigt, aber doch mit Themen, für die Fake News eine große Relevanz haben, nämlich Datenjournalismus und neue Formen des Aktivismus mit Daten. Im weitesten Sinne geht es in meiner Forschung darum, inwiefern die immer größere Bedeutung von Daten im Journalismus und auch in immer größeren Teilen der Zivilgesellschaft das Verhältnis zwischen journalistischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren verändert und was für Implikationen das dann wiederum hat für Öffentlichkeit und Gesellschaft. Nun ja, Datenjournalismus und die Formen des Datenaktivismus, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind ungefähr zur selben Zeit in den 2000ern populär geworden und sie hatten auch von Anfang an eine enge Beziehung zueinander. Und das lag nicht einfach nur daran, weil sie beide irgendwas mit Daten gemacht haben, sondern weitergehend daran, dass sie ähnliche demokratische Ideale an die Verwendung von Daten geknüpft haben. Nämlich die Idee, dass man mit mehr Daten gesellschaftliche Entscheidungsprozesse verbessern könne. Dass man mit mehr Daten Regierungen besser überwachen und zur Verantwortung ziehen kann, weil man dann besser belegen kann, warum die Regierungen etwas falsch machen beispielsweise. Diese Beziehung zwischen Daten und Demokratie ist an sich natürlich nicht neu. Daten in ihrem ursprünglichen Wortsinne sollen ja eigentlich das genaue Gegenteil von Fake News sein. Wortwörtlich bedeutet Daten etwas Gegebenes, etwas, was einfach da ist. Eine Art objektive Faktenbasis, die man nicht wegdiskutieren kann. In einem demokratietheoretischen Sinne sollen Daten deshalb so etwas wie eine objektive Grundlage für gesellschaftliche Entscheidungsprozesse darstellen. Etwas, worauf wir uns alle einigen können. Und diese objektive Grundlage zu bilden, das war schon immer zentraler Bestandteil des Journalismus, aber auch natürlich wichtig für die Zivilgesellschaft. Und nun ja, viele Datenjournalisten und auch viele Datenaktivisten hatten zumindest ursprünglich die Vorstellung, dass das Mehr an Daten, die vermeintlich positiven Effekte von Daten für die Demokratie, natürlich auch weiter verstärken könne. Also einfach das Mehr an Daten und die offene Verfügbarkeit von Daten über das Internet würden zu mehr Objektivität und zu besserer Demokratie führen, vereinfacht gesagt. Dieser Glaube an die Macht von Daten ist natürlich allerspätestens dann 2016 mit dem Brexit und mit der Wahl von Donald Trump erschüttert worden. Diese Ereignisse wurden natürlich auch von Datenjournalisten nicht korrekt vorhergesehen. Und die Autorität von Journalisten, aber insbesondere auch Datenjournalisten, wurde infolge dieser Ereignisse auch immer stärker in Frage gestellt. Heute scheint zunehmend auch einer breiteren Öffentlichkeit offensichtlich, dass Daten nicht neutral oder objektiv sind. Wer welche Daten wie sammelt, ist nicht neutral und wir müssen uns auch immer fragen, welche Daten warum nicht gesammelt werden. Ein einfaches Mehr an Daten wird nicht reichen, um die Autorität des Journalismus wiederherzustellen oder um dem Problem der Fake News irgendwie Herr zu werden. Eine Antwort auf die Krise des Journalismus ist die größere Bedeutung jetzt von Faktenchecks. Soziale Medien wie Facebook haben angefangen, mit ausgewählten Medienhäusern zusammenzuarbeiten, damit diese dann halt Fake News auf sozialen Medien überprüfen. In Deutschland ist das zum Beispiel mit dem Medienhaus Korrektiv passiert, die Nachrichten, die auf Facebook verteilt wurden, dann bewertet haben, wie wahr sie sind oder wie falsch sie sind. Solche Initiativen können den Journalismus natürlich einerseits stärken, weil sie ihm eine gewisse Autorität zuschreiben und weil die Arbeit von Journalisten dadurch besonders prominent in sozialen Medien platziert wird. Andererseits ergeben sich dadurch aber natürlich auch neue Abhängigkeitsverhältnisse, weil letzten Endes sind es die Betreiber der sozialen Medien, die entscheiden, welche Journalisten wie diese Faktenchecks durchführen. Letzten Endes überlassen wir also dann die Aufgabe zu überprüfen, was wahr ist und was nicht, Unternehmen wie Facebook oder Google. Und wir müssen uns als Gesellschaft natürlich fragen, ob wir das so machen wollen. Und damit möchte ich dann auch in den heutigen Abend überleiten. Ich bin sicher, dass es für Fake News nicht die eine perfekte, einfache Lösung geben wird. Und Faktenchecks auf sozialen Medien ist nur eine unter vielen Möglichkeiten. In dem Sinne gibt es viel zu diskutieren und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf den heutigen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und vielen Dank euch fürs Kommen und schön, dass ihr so viele seid. Herzliches Willkommen von mir. Ich bin Katja Weber und habe das Vergnügen, euch heute Abend hier durch die Runde zu geleiten.
und freue mich, dass ihr nicht in Schlangen steht, wieder vom Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt und auf den nächsten Glühwein wartet, sondern lieber hier mit uns diskutieren wollt. Das ist super und ich hoffe, es kommt auch tatsächlich nachher zum Gespräch. In der Tat haben wir hier mindestens 3 Ideen auf dem Podium versammelt, wie mit Fake News umzugehen sei. Das ist wirklich eine breite Palette und ich bin gespannt, wie sich das strickt. Wir werden ausgestrahlt, AlexTV, und sind auch im Netz. Das heißt, ich bin ja immer happy, wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr euch auch vorstellt und sagt, wer ihr seid und von welcher Warte aus ihr sprecht. Ich will aber nur dazu sagen, es bleibt nicht in dem Raum, sondern geht auch direkt gleich raus. Hashtag Dickseil, wer uns auf Twitter sieht, kann da was loswerden. So, wir haben ja schon häufiger auch thematisch wirklich die frohe Kunde des Netzes als im Titel gehabt, die Weltbildungsmaschine, die es ist, das Werkzeug der Vernunft und der Aufklärung, die Emanzipation, die ausgegossen wird übers Internet und dieser riesige Demokratie-Enhancer. Jetzt klang schon an, ist irgendwie doch nicht hundertprozentig der Fall. Techlash war dann so eine Überschrift. Mist, da kommt ja auch ganz schön viel Scheiße hoch und das ist ja auch so. Nur einmal ein Klick irgendwie zu einem Follower, wo man denkt, was schreibt der denn? Und bumm, bist du in einem Universum und denkst, was ist denn hier kaputt? So, und auch wenn das jetzt schwer nach Deutsch-LK klingt, ich will es trotzdem sagen, ich habe heute tatsächlich mal wieder den Zauberlehrling von Goethe gelesen und dachte, mindestens jeden zweiten digitalen Salon könnten wir damit aufmachen, den hier mit Sicherheit auch. So, wir reden über ein Thema. Wer vergangenen Monat da war, hat das vielleicht schon mitbekommen. Ihr habt das Plus-Minus anmoderiert im letzten Monat. Da hatten wir eigentlich das Thema der große Blackout, LAN gelegt, nichts geht mehr. Und dann kam die bange Frage auf, ja, puh, wem glaube ich denn dann noch? Wo kriege ich denn meine Infos her? Und eigentlich ist das so die Stelle, in die wir heute tiefer reinpopeln wollen. Also was kann ich dann glauben und was nicht? Oder, um es mit Kellyanne Conway zu sagen, unser Pressesprecher hat hierzu alternative Fakten. Ja, und was dann? So, wenn ihr Ideen habt, dann setzt euch doch bitte auf diesen Stuhl und diskutiert mit. Könnt euch gerne abwechseln und da so eine Art Karussell machen. Wer meint, das brauche ich jetzt unbedingt nicht im Feierabend, kann aber auch das, was er oder sie wissen möchte, mit Mikro, damit es dann auch tatsächlich im Stream hörbar ist, aus dem Saal heraus loswerden. Und dann stelle ich euch mal hier die fabelhaften Gäste vor. Zum einen Emma Adler, die schaut sich als Künstlerin an, was wir wie wahrnehmen und für wahr halten. Jetzt wird es schon fast philosophisch, kommen wir noch zu. Hatte vergangenes Jahr ein Stipendium für ihre künstlerische Auseinandersetzung mit den wesentlichen Fragen des Post-Internet-Zeitalters bekommen. Und da dachten sich die Leute in der Redaktion, das passt ja wohl ganz gut zum digitalen Salon. Ihre Arbeiten sind zumeist Installationen und schaffen ja doch merkwürdige oder sonderbare Räume. Wir werden mindestens einen, zumindest in der Projektion nachher, sehen. Philipp Hübel ist da, der ist Philosoph und Autor, hat Philosophie und Sprachwissenschaft studiert. Vor kurzem ist ein Buch von ihm rausgekommen mit dem Titel Bullshit-Resistenz. Tatsächlich hatte ich ein Interview mit ihm schon auf Radio 1 darüber und habe deswegen das Buch gelesen und dachte, es ist ja so ungefähr das 1000. Buch zum Thema Hate Speech, Fake News, alternative Fakten, und stellte hinterher fest, aber gut, dass ich dieses noch gelesen habe. Da ist Bullshit tatsächlich eine philosophische Kategorie und über die wollen wir reden. Caroline Schwarz ist da und mit der Eisenbahn gekommen und ich muss auch hier schon ihren Abschied einläuten. Punkt 8 muss sie los, aber erstmal herzlich willkommen. Die schaut sich jeden Tag Fakes an, das ist nämlich tatsächlich ein Berufsbild inzwischen auf hoaxmap.org, wobei das ja nicht Beruf, sondern naja, Hobby wahrscheinlich auch nicht, Auftrag, selbst erteilter Auftrag ist. Da dokumentierst du, wo welche Gerüchte aufgekommen sind und was an denen dran ist oder aber meistens nicht. Und Korrektiv wurde vorhin schon angesprochen, da ist Caroline Faktencheckerin, versucht eben auch Fakt und Fake zu unterscheiden. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass der Job als Community Managerin für das Funkformat Jäger und Sammler auch ziemlich anstrengend ist. Zumindest wenn ich mal gucke, welche Leidenschaften das auf YouTube so evoziert und wer meint, sich da alles äußern zu müssen. Caroline, weil du ja tatsächlich als Erste los musst, würde ich mit dir auch so gerne anfangen. Welches Gerücht oder welchen Fake hast du zuletzt beruflich auseinandergenommen? Worum ging's? Also ganz kurz, ich arbeite schon ein Jahr nicht mehr für Korrektiv und auch für Jäger und Sammler nicht mehr. Um das gleich mal klarzustellen. Muss mal kurz Fakten checken.
Genau, nee, ich arbeite jetzt als freie Journalistin unter anderem für den Faktenfinder, ab und zu für BuzzFeed und gebe auch Trainings zur Verifikation und so. Ich habe mich zuletzt, weil ich jetzt länger nichts gemacht habe, aber im bayerischen Wahlkampf mit dem AfD-Wahlkampf auseinandergesetzt und da Fakten gecheckt. Und da gab es eine Geschichte der jungen Alternativen, die vor der CSU-Parteizentrale angebliche Namen von Merkels Todesopfern auf den Boden gesprüht haben und rote Farbe vergossen haben, die dann so den Anschein von Blut erwecken sollten. Damit habe ich mich unter anderem beschäftigt, mit Angriffen auf Journalisten, die eben auch Faktenchecking betreiben und so weiter. Und bist du dann den einzelnen Namen nachgegangen und den Geschichten hinter den Personen oder hast du erstmal geguckt, gibt es überhaupt diese Personen oder was hast du versucht zu falsifizieren? Unter anderem eben Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz, tatsächliche Opfer von Gewalt durch Terror teilweise und teilweise Vergewaltigungsopfer. Und wir haben uns auch eben dann angeguckt, was das Ganze eben für eine Aktion war, wer dahinter steckte. Es gab dann auch Hausdurchsuchungen bei der Jungen Alternativen danach, weil die Staatsanwaltschaft dann Ermittlungen eingeleitet hat. Genau, wir haben uns jetzt gerade, das größte Thema ist auf jeden Fall der Migrationspakt, der sehr von rechten Kräften international auch beackert wird quasi. Da haben wir auch als Journalisten dem Ganzen auch lange das Feld überlassen und dem Ganzen nicht so richtig Fakten entgegengesetzt oder sehr, sehr spät entgegengesetzt. Das ist gerade ein großes Thema, das wir alle bearbeiten. Okay, das ist also dann das, wo du beruflich gerade dran bist. Wie sieht es privat aus? Wo bist du da zuletzt drauf reingefallen? Welchem dünnen Sinn hast du Glauben geschenkt? Gute Frage. Weiß gar nicht. Wahrscheinlich ist es irgendein Fake-Bild, bei dem ich noch nicht mal mitgekriegt habe. Irgend so ein Meme, das so halbwegs aus dem Zusammenhang gerissen ist. Das passiert mir schon ab und zu. Ich glaube, das Größte, auf das ich je reingefallen bin, war damals die Geschichte zum Toten vom Lageso. Der erfroren oder an den Folgen des Frierens da gestorben sein soll. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Geschichte, auf die ich mal reingefallen. Was von einem Helfer, ehrenamtlichen Helfer am Lageso gepostet wurde und sich dann rasend schnell verbreitet hat. Ja. Philipp, worauf bist du reingefallen unlängst? Mit Mikro wäre noch viel schöner. Das letzte war zum Glück nur sehr kurz, die Nachricht, dass Jens Spahn behauptet hat, die Pflegekräfte sollen mehr arbeiten. Das kam sogar über die Heute-Show. Und es stellte sich dann heraus, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das dann überhaupt nachgeschlagen habe. Ich glaube, irgendjemand hatte da was dazu gepostet, dann habe ich mir das angeschaut. Und da stellte sich tatsächlich heraus, er hat nur sowas gesagt in Richtung von, man muss insgesamt die Situation verbessern. Und irgendwie war bei mir genau der erste Impuls auch, der hat schon so viel spalterische Sachen gesagt, das passt so irgendwie ins Bild. Aber in dem Fall war es wirklich Fake News und dann auch eher, muss man sagen, von linker Seite. Ne? Typischerweise sind Fake News verbreiteter am rechten Rand, aber natürlich ist die linke oder die progressive Seite davor auch nicht geschützt. Jetzt habe ich es ja eingangs gesagt, du sagst Bullshit, wo man denkt, das ist so ein umgangssprachlicher Begriff, ist eine philosophische Kategorie. Was bezeichnet Bullshit als philosophische Kategorie? Also es gibt, glaube ich, Bullshit in sozusagen in der weiten und in der engen Fassung. Ich habe das in dem Buch so ein bisschen weitergefasst. Ich habe gesagt, das ist Unfug aller Art, um so einen Überbegriff zu haben für Verschwörungstheorien, Fake News, Lügen, Geschwurbel, Pseudowissenschaft, alles, was da so reingehört. Es gibt aber tatsächlich eine enge philosophische Definition vom Bullshitter als Typ sozusagen. Und die stammt von Harry Frankfurt, das ist ein amerikanischer Philosoph, der hat das schon vor ungefähr 30 Jahren oder 25 Jahren sich ausgedacht. Der hat gesagt, naja, es gibt den Lügner, der will absichtlich Leute täuschen. Und es gibt den Aufrichtigen, der möchte die Wahrheit sagen und möchte auch, dass das die Leute glauben. Also sie hat, aber dazwischen gibt es ja noch andere Typen. Und einer sagt, er ist der Bullshitter, dem ist eigentlich die Wahrheit egal. Der sagt irgendwas, um gelehrt zu wirken oder heutzutage, um vielleicht damit Geld zu machen, mit vielen Klicks. Aber dem ist egal, ob es wahr oder falsch ist. Und im Gegensatz zum Lügner kümmert er sich eigentlich gar nicht um die Wahrheit. Der Lügner kennt die Wahrheit oder glaubt sie zu kennen und will sie absichtlich verdrehen. Und der Bullshitter ist eigentlich, strafrechtlich könnte man sagen, jemand, der die Wahrheit billigend in Kauf nimmt. Der hat nicht den Vorsatz,
erster Art, sondern den sogenannten Eventualvorsatz. Die Lüge billigend in Kauf nimmt. Nee, die Unwahrheit billigend in Kauf nimmt. Die Unwahrheit, okay, ich hatte Wahrheit verstanden. Die Unwahrheit, genau. Okay. Mhm. Also, und manchmal ist das, was er sagt, auch wahr, aber es ist ihm halt, ihm liegt nicht daran. Haben wir also den Lügner, der vorsätzlich eine Unwahrheit verbreitet, weil er das will und vermutlich strategisch damit irgendwelche Absichten verbindet. Der Bullshitter, der einfach vielleicht auf einer Party irgendwie so schlau aussehen möchte und was sagt, was er nicht oder sie nicht so richtig durchdacht hat. Ja. Aber du sagst, es gibt auch noch den dritten Typus, den Trottel. Und ungalanterweise sagt Philipp auch, wir alle sind wechselweise jeweils eins davon. Genau, im Alter kann man sich da, also der Trottel, ich habe mir gedacht, wenn es den Bullshitter gibt, muss der sozusagen die Unwahrheit billigend in Kauf nehmen, muss eigentlich noch den geben, der fahrlässig ist. Ja? Und der Trottel ist jemand, der dem schon die Wahrheit irgendwie wichtig ist, der auch eigentlich nicht die Unwahrheit sagen will, aber der leichtfertig ist, indem er irgendwas anklickt oder weiterleitet, was irgendwie so plausibel erscheint, ohne es zu überprüfen. Und ich glaube, wir alle sind im Leben schon mal Lügner gewesen. Selbstverständlich haben wir auch schon mal gelogen. Jeder Mensch macht das mal. Auch Bullshitter. Wir haben irgendwann mal mitgeredet auf einer Party, vielleicht genau so, um einfach gebildet zu wirken. Aber ich glaube, wir sind auch alle schon öfter mal Trottel gewesen, in dem Sinne, dass wir etwas geliked haben, weitergeleitet haben, geteilt haben, ohne es gründlich zu überprüfen. Emma, worauf bist du zuletzt reingefallen? Ganz also wahrscheinlich auf irgendeine blöde Shampoo-Werbung. Nein, nicht auf die Werbung, aber manchmal kauft man beim Konsumieren von Sachen da, also kontrolliert man nicht nach, kauft sich irgendeinen Quatsch und egal wie man denkt, nee, da falle ich ja nicht drauf rein. Passiert es im Alltag trotzdem. Mhm. Auch noch eine interessante Kategorie in unserem Orbit, Werbefachsprache, die versucht, ein reales Produkt zu nehmen und in ein etwas Tolleres, zumindest sprachlich, einzukleiden. Würdest du das auch unter diese Kategorie Bullshit oder Fake schieben oder würdest du sagen, ja, sind wir ja so plus minus gewöhnt und ab und zu fallen wir rein? Ja, das ist ja jetzt nichts, was man in diese Kategorie bösartiger, also na klar, es geht ums Verkaufen und da wird auch Bullshit erzählt. Also ich würde es auf jeden Fall ganz klar als Bullshit verkaufen. Jetzt muss man aber zu deinen Arbeiten dazu sagen, du arbeitest auch mit Täuschung, vorsätzlich sozusagen. Und ich vermute mal, nach dem, was ich mir von dir angeguckt habe, nicht wirklich in Ausstellung, also sind ja tatsächlich Installationen, sondern einfach online angeguckt habe, vermute ich mal, dass du Täuschung an sich ein ziemlich interessantes und produktives Tool findest. Auch, ja. Also auch. Und was natürlich. Noch? Ja, also es gibt ja viele Arten von Täuschungen und was ich sehr oft und sehr gerne benutze, sind Materialien, die man im Baumarkt findet, wie PVC in einer Fake-Stein-Imitation. Also das ist ja ganz klar, das ist nicht echt, aber das zu benutzen, finde ich toll. Da gibt es wahnsinnige Sachen, wie die kennen wir alle von zu Hause und das ist ganz teuer hergestellt, sieht aber immer billig aus. Und Das beziehe ich gerne meine Arbeiten ein, zum Beispiel, wenn ich einen Raum auskleide mit so einem Fake Marble PVC Boden, man sieht direkt, das ist nicht echt. Wenn ich das wiederum abfotografiere und dann auf den Monitor übertrage, da kommt nochmal eine ganz andere Wirkung dazu und zwar wirkt es dann fast schon so ein bisschen VR-mäßig, so Virtual Reality-mäßig, wie diese alten Computerspiele, die man kennt, also wo dann halt quasi immer Copy-Paste. Und okay, vielleicht gucken wir uns am besten was an, bevor du es lange erklärst. Entschuldigung. Und dann wäre es nämlich jetzt genau doch nicht das, was ich ausgesucht habe, weil das, was Emma gerade erzählt, klingt viel mehr nach dem, was du zuerst auf dem Rechner hattest, Konrad. Vielleicht zeigst du das mal. Das hatte ich ausgesucht, aber du, finde ich, erzählst... Gar nicht die Bilder genommen, die ich euch geschickt habe. Nee, jetzt nehmen wir die doch. Jetzt nehmen wir die doch. Ja, also das war... Nee, pass auf, wir nehmen jetzt doch die. Ist doch gut, lass doch das. Das ist nämlich ganz gut, also das mit der Tesla-Spule von davor. Okay, dann doch. Ist ja egal. Ich habe noch so kleine Kataloge mitgebracht. Da ist jetzt auch nochmal drin. Okay, dann das. Dann nehmen wir doch die Spule. Okay, man sieht die einmal so im Katalog und einmal von ein paar Metern weiter hinten aufgenommen. Das sieht man da mit so einer Stele, auf deren Monitor ist der nochmal so, sieht es aus, dasselbe Bild zeigt. Genau, also das einmal, wir haben quasi einen Raum. Ich habe den Raum da reingebaut und... da drauf steht dieses Gerät, von dem man erstmal gar nicht weiß, was es ist. Es ist eine Tesla-Spule, die Leute, die es wissen.
Und die gleiche Situation, die auch so ein bisschen sakral daherkommt, ist nochmal wiederholt oder gedoppelt im Monitor auf dem Sockel davor. Und da ist erstmal nicht ganz sicher, ist das jetzt eine Kamera, die das filmt, ist das die gleiche Situation oder wie auch immer. Aber dann nach ein paar Minuten wird schnell deutlich, es ist keine Kamera, die den Raum aufnimmt, sondern im Bildschirm, auf dem Bildschirm, im Monitor fängt da was an und zwar gehen da Blitze los von der Tesla-Spule und zwar sehr, sehr laut. Die machen auch noch eine Melodie dazu, die sind so lila und es sieht total trashig und nach einer ziemlichen Computeranimation aus. Und wie gesagt, verstärkt so durch den einen Effekt, den ich gerade eben genannt habe, diesen PVC, der dadurch auch, also es hat halt so einen Virtual Reality Touch. Und dann ist erstmal ganz klar, oder das haben wir auch so gelernt, was man da auf dem Monitor sieht, ist meistens ja eh fake. Und wenn man sich aber dann das Ding im Realraum anschaut, sieht man, dass dieses Teil auf jeden Fall bestimmt keine elektrischen Impulse irgendwo durchdonnern kann, weil es, wenn man genau guckt, sieht man, das sind alles Plastikschläuche, die irgendwie angesprüht sind und so zusammengeklebt. Aus Holz, das ist der Rest, und aus Plastik, genau. Und also das nichts, heißt, was leitend ist. Ich hänge als Zuschauerin dazwischen, zwischen dem, was ich meine, real zu sehen und dem, was ich meine, als Abbild dessen und zu sehen. Und ich sehe es ja real. Es steht ja im realen Raum vor mir ganz in echt. Da steht es ja als Behauptung oder was auch immer. Aber wie gesagt, beim näheren Blick sieht man, okay, das ist nicht echt. Aber was ist denn das Ding auf dem Bildschirm? Ja, und dann wird klar, das ist echt, also das funktioniert, oder ob es klar wird, weiß ich nicht, aber relativ schnell, wenn man genau guckt, man sieht auch, dass da ein Schlitz, der an der Wand ist, auch im Bildschirm auftaucht. Und wenn man auf die Decke guckt, sieht man, dass da kleine Einschläge von den Blitzen sind. Aber es ist eben nicht dieses Teil, was da steht. Also ich hatte tatsächlich das aufgenommen mit einer echten Tesla-Spule, die hatte ich mir geliehen. Und die hat auch tatsächlich dieses Lied gespielt. Und in dem Moment, wo ich aber, und das ist halt so die Frage, wo ich dieses Teil, was überhaupt gar nichts kann und einfach nur eine Attrappe ist, auf den Sockel stelle und es steht da, wird dieses Fake oder diese Fälschung oder diese Attrappe natürlich wieder zu einem Original und es ist auch so ein bisschen, ich als Künstlerin sage jetzt, das ist Kunst und dann wird das vielleicht auch ganz teuer verkauft. Und obwohl es überhaupt nichts kann. Jetzt müssen wir dazu sagen, das Ding, wie du sagst, ist aus dem Jahr 2015, andere Story. 2015, nicht stimmt, Entschuldigung. Andere Story, oh, puh, aus dem zweite Falschmeldung von mir in 10 Minuten, das wäre überhaupt nichts für das Thema hier. Große Aufregung im März 2015. Günther Jauch zeigt im Gespräch mit dem griechischen Finanzminister Varoufakis ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der Deutschland symbolisch, aber konkret den Stinkefinger zeigt. Varoufakis sagt, in der Interviewsituation habe ich nie gemacht. Günther Jauch sieht man erschrickt und denkt, scheiße, zeigen wir ein manipuliertes Video. Dann auftritt Böhmermann, der sagt, wir haben das manipuliert. Am Ende kommt raus, tata, das Material war echt und Böhmermann kriegt den Grimme-Preis. Und tatsächlich ist es ja ein Coup, weil er mit einfach einem Ding gezeigt hat, wie wir als Gesellschaft und wie die einzelnen Segmente funktionieren. Politik, Talkshow, Medien, Publikum, der Politiker, der abstreitet, einmal so quer durch. Wie hast denn du, Caroline, dieses Getümmel damals wahrgenommen? Als so ein Wahrheitsexorzismus oder vielleicht Emma mehr als Performance? Meine Quintessenz wäre, wir haben nicht so richtig viel daraus gelernt, sonst wäre die Medienlandschaft dieses Jahr nicht auf Moritz Hürtgen reingefallen, der gesagt hat, das Unionsbündnis ist aufgekündigt auf Twitter, weil er mal kurz seinen Twitter-Account ein bisschen verändert hat. Also ich glaube, Resilienz hat es nicht geschaffen. So, das wäre so leider mein trauriges Fazit. Hättest du damals gedacht, das Ding war jetzt, das war ja so lehrstückhaft, so dass wir doch draus lernen? Also hattest du es damals mit dieser Hoffnung verbunden? Ich wünsche es mir jedes Mal, aber es passiert halt immer mal wieder so ein Fehler. So. Und die auch nicht nur in satirischer Absicht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie relativ viele Medien damals geeilt haben, dass die NPD verboten wurde, weil eine Agentur eben falsch gemeldet hat,
sie sei verboten worden, weil sie nicht gecheckt haben, dass die Anklageschrift erstmal verlesen wird und da eben das Verbot gefordert wird. Dann haben es aber erstmal alle verbreitet. Diese Fehler passieren, die werden auch weiter passieren. Ich glaube, wir kommen da weiter. Ich hoffe es zumindest, das ist meine naive Hoffnung. Aber das ist ja ganz nachvollziehbar, Fehler passieren. Ne? Hier Christian Sievers, der sagt, die Immunität von Alice Weidel ist aufgehoben, ist scheiße, aber ist ein Fehler und passiert folglich. Blöd halt, wenn es so einem Nachrichtenformat passiert. Aber was denkst du, woran liegt es, dass wir in der Rolle der Nachrichtenkonsumentin nicht denken, mal langsam? Als Konsumentin. Ja, muss ich kurz die Brille wechseln. ja, letztendlich ist es, glaube ich, so, dass wir alle oder die meisten von uns das Werkzeug haben, dahinter zu steigen, dass es vielleicht ein Fake sein könnte, aber dass eben der erste Impuls erstmal der ist, zu teilen und zu verbreiten bei ganz vielen Dingen. Also gerade bei Dingen, die irgendwie noch nicht jeder weiß, so NPD-Verbot, oh Gott, da passiert jetzt was, oder die irgendwie total wütend machen oder emotional machen in erster Linie. Deshalb schickt mir auch mal ab und zu jemand aus der Verwandtschaft irgendwas weiter, was jetzt erstmal irgendwie ganz, ganz krass klingt. So, das passiert mir auch. Wir sind halt eben nicht nur faktgesteuert. So. Wir reagieren auch manchmal emotional auf vermeintliche Nachrichten. Der nächste Schritt dahinter wäre, das zu erkennen und das zu erkennen, dass wir alle eben manchmal so reagieren und dann vielleicht bei der nächsten WhatsApp-Nachricht vielleicht so eine Sekunde länger durchzuatmen. Philipp, was wäre deine Erklärung? Wir machen Fehler, aber Caroline sagt, wir wissen es ja eigentlich besser. Warum wenden wir das bessere Wissen dann mitunter nicht an? Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also auf der einen Seite ist ja jetzt so eine Art Wettrüsten entstanden. Also die Fälschungen werden immer besser, die technischen Möglichkeiten sind besser. Im Prinzip ist natürlich jede Fälschung durch Daten- und Bildforensik auflösbar. Mhm. Aber der Aufwand wird einfach viel, viel größer. Ne? Man kann nicht von einer Einzelperson erwarten, jetzt bei jedem Bild sich zu überlegen, könnte ja vielleicht doch eine Fälschung sein, selbst wenn es von einer seriösen Quelle kommt. Also es ist zeitlich und von den Ressourcen nicht machbar. Und dann würde ich sagen, ist genau dieses Phänomen mittlerweile ganz gut untersucht in der Psychologie. Wir haben diese Motivated Cognition, wird das manchmal genannt. Also wir haben bei unseren Denkprozessen, ist nicht nur so, dass wir manchmal einfach Fehler so machen, sondern wir haben eine ganz starke Neigung bei bestimmten emotionalen Themen, die mit unserer moralischen Identität, kann man sagen, zu tun haben, auch mit unserer Gruppenzugehörigkeit, dass wir da nicht mehr so rational und kühlen Kopfes Bilder oder Storys beurteilen, sondern da schon immer so die Neigung haben, wenn es zu dem passt, was wir eh so glauben, dann sind wir eher geneigt, das zu glauben. Und natürlich alles, was so neu, aufregend, besonders emotional ist, spricht uns auch erstmal viel, viel stärker an und hat es immer ein bisschen leichter als die wahre Nachricht, die korrekte Nachricht, die erstmal wahr sein muss, aber dann im zweiten Schritt vielleicht nicht immer so spannend ist. Mhm. Das Spannende, Neue, Überraschende ist erstmal das, was unsere Aufmerksamkeit zieht. Deshalb wird es auch, wenn es Fake News oder überhaupt Unfug im Netz hat, es immer ein bisschen leichter als die Wahrheit. Nun, es sind ja tatsächlich die Medien, die Häuser, die Faust im Nacken haben, also die schnell sein wollen. Da wir ja gerade auch über Geschwindigkeit und diesen Impuls, das einfach weiterzuschubsen, sprachen. Wie ist das bei dir mit der Hoax-Map? Wie viel Zeit nimmst du dir oder gibst du dir? Fühlst du da einen Druck, schnell zu reagieren? Gar nicht. Das war auch die Herangehensweise. Also wir haben auch ungefähr, ich muss das jetzt mal ganz kurz zeigen, so eine Liste mit Dingen, die wir einfach nie auf die Karte getan haben. Also wo einfach nicht klar wurde, was ist jetzt eigentlich ursprünglich verbreitet worden als Falschmeldung und was wurde dann eigentlich widerlegt und was ist wirklich passiert. Wir haben wirklich nur Dinge auf die Karte genommen, also das ist eine Karte, auf der man rumklicken kann und dann sieht man die ganzen Falschmeldungen, die über Geflüchtete und People of Color verbreitet wurden. Da sind nur Sachen drauf, die wir wirklich irgendwie so geprüft haben, dass klar wurde, das ist die originale Falschmeldung, das ist das, was
die ermittelnden Stellen, die Behörden dann jeweils gesagt haben nach den Ermittlungen. Und dann sind wir halt einfach irgendwie teilweise 2-3 Wochen später dran. Und das ist halt so. Also bei Hawksmap geht es irgendwie überhaupt nicht um Schnelligkeit, sondern eher darum, mal so eine systematische Übersicht zu schaffen an, was wird da eigentlich verbreitet, wer verbreitet das, in was für Kategorien fallen diese Narrative. So, das ist die Herangehensweise. Beim Faktenchecking wiederum ist es eigentlich wichtiger, schneller zu sein, weil die Forschung einfach zeigt, je schneller so eine Falschmeldung aus dem Weg geräumt wird, desto eher lässt sie sich vielleicht noch einfangen. So, das ja, ja tatsächlich, Hoaxmap sehr strukturiert ist, sowohl in der Optik als auch im Aufbau. Erkennst du bestimmte Muster oder Verbreitungswege regionaler Art oder medialer Art, was die Kanäle betrifft, was besonders gut läuft aus der Gerüchteküche? Alles davon. Also es gibt tatsächlich keine so richtig, also wir haben alle Falschmeldungen in Kategorien eingeteilt. Das sind so Sachen wie sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, aber auch Raub und Diebstahl. Es gibt die schöne Kategorie Grabschändung, weil es auch darüber Falschmeldungen gibt. Genau, und die regionalen Schwerpunkte gibt es so nicht in den meisten Kategorien, außer im Bereich Geld und Sachleistung. Da ist Bayern ganz vorn dabei, aus irgendeinem Grund. Was fällt unter Geld und Sachleistung? Geld und Sachleistungsfalschmeldungen sind sowas wie, Flüchtlinge bekommen ein iPhone geschenkt, wenn sie in eine Unterkunft, in eine Asylunterkunft einziehen. Das gibt es ziemlich häufig. Oder das Landratsamt bezahlt Sportschuhe im Wert von 350 Euro. Sowas gibt es relativ häufig. Was die Verbreitungswege angeht, ist total unterschiedlich. Es ist nicht immer so ein Alternativmedium, was dahinter steckt, sondern auch Privatpersonen, die irgendwas auf Facebook posten oder irgendwelche Facebook-Seiten, wo man nicht so richtig weiß, wer der Betreiber ist. Ganz unterschiedlich. Genau, und die meistgenutzten Kategorien bei uns auf der Seite sind tatsächlich Geld- und Sachleistungen, Raub und Diebstahl. Und sexualisierte Gewalt leider auch. Und bei den Raub- und Diebstahlgeschichten mussten wir nochmal eine Unterkategorie einführen, die heißt Geschäftsschließung, weil es in ganz Deutschland, glaube ich, ungefähr ein Dutzend Falschmeldungen gibt, dass Geflüchtete so viel in einem Supermarkt oder in einem anderen Geschäft klauen, dass es dann schließen musste. Was bis heute, zumindest nach meiner Kenntnis, noch nicht passiert ist bei irgendeinem Aldi in ganz Deutschland, aber es gibt diese Meldung eben 12-mal auf der Karte. Und da sieht man so schön, dass diese Narrative, die da geschaffen werden, auch immer mal so ein bisschen regional abgewandelt werden. Also erst wurde der Aldi dann irgendwo in Bielefeld geschlossen und dann nächste Woche ist es halt der Lidl in Garmisch-Partenkirchen oder so. Also da wird jetzt auch nicht mehr so viel Neues dazu gedacht, sondern immer mal so ein bisschen abgewandelt. Weil man auch dazu sagen muss, was du dann gerne verlinkst, um die Sachen aufzuklären, sind lokale Medien, weil du der Ansicht bist und sich das da ja auch bewahrheitet, die sind halt dicht dran und die finden es raus. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal die Kategorien ein bisschen sortieren, unter denen wir hier reden. Bei dir geht es klar um Fake und ich vermute mit Zielsetzung, also nicht aus Versehen irgendwie als Trottel weitergeleitet, beziehungsweise als Trottel vielleicht schon weitergeleitet, aber vorsätzlich in die Welt gesetzt. Was ist denn der Gegenbegriff aus der Philosophie zu dem Bullshit, mit dem du arbeitest? Ist das der Fakt oder ist es die Wahrheit? Ach so, ja, das kann man relativ leicht auflösen. Also Fakten ist ein anderes Wort für Fakt, ist ja Tatsache und Tatsache sind wahre Sachverhalte, ja. Und das heißt, du operierst gar nicht mit diesem großen aufgeladenen Wahrheitsding, sondern dir reicht eine Tatsache. Genau, also wenn Philosophen über Wahrheit reden, dann vermeiden sie immer von der Wahrheit zu reden, weil da, wenn Leute sich nicht mit Wahrheitstheorien der Philosophie auskennen, denken sie, ach, die Wahrheit, das ist doch dieses Mysteriöse, was keiner kennt, was es vielleicht gar nicht gibt. Sondern es wird dann immer gleich runtergebrochen und gesagt, naja, in der Wahrheitstheorie, da geht es eigentlich darum, was ist wahr oder falsch. Das sind Aussagen oder Überzeugungen. Und das ist auch relativ unstrittig, dass Aussagen entweder wahr oder falsch sind. Also entweder ist es wahr, dass das hier in meiner Hand ein Mikrofon ist, oder ist es nicht wahr. Und aus jeder falschen Aussage kann man immer eine wahre machen. Also es gibt unendlich viele wahre Aussagen und die meisten Leute glauben auch, dass es die gibt. 2 plus 2 ist 4, 4 plus 1 ist 5, 5 plus 1 ist 6 und so weiter. Wir können ganz schnell unendlich viele wahre Aussagen produzieren. Und die eigentliche Frage, die spannend ist und die Leute eigentlich auch beschäftigt, ist, wie kommen wir an die Wahrheit ran, an die wahren Aussagen? Also, und da geht es um Wissen. Erkenntnistheorie ist da
der Bereich. Und da wird es dann halt schwierig, weil das meiste, was wir über die Welt wissen, wissen wir nicht aus eigener Beobachtung, ne, durch eigene Wahrnehmung kann ich auch schon Wissen bekommen, sondern durch andere Menschen, zum Beispiel Journalisten erzählen uns, was in der Welt passiert, Historiker erzählen uns, was in der Vergangenheit passiert ist, Naturwissenschaftler sagen uns, Naturwissenschaftlerinnen sagen uns, wie die Welt beschaffen ist, und da müssen wir uns auf andere Menschen verlassen, und da kommen dann diese ganzen Sachen rein, dass es Perspektiven gibt, dass Leute vielleicht eine Agenda haben, uns manipulieren wollen. Da wird es dann halt einfach schwierig. Okay, entweder das ist wahr oder es ist nicht wahr, dass das ein Mikro ist, und entweder ihr habt eine Frage und wollt euch zu uns setzen oder nicht, aber ich hoffe eher so die erste Option. Gibt es jemanden, die oder der hier gerne mitsprechen würde? Aber nicht alle auf einmal. Bitteschön. Ja, dann kommt das Mikro zu Ihnen. Genau. Jetzt gerade durch den letzten Beitrag kam mir der Gedanke. Entschuldigung, würden Sie sich kurz vorstellen? Dass, ja, ach so, weil ja, wir wissen ja auch, wer. Okay, alles klar. Also, mein Name ist Hans-Ulrich Melchert. Ich bin schon längere Zeit und immer wieder mal im digitalen Salon gewesen und bin auch tätig für die Wikipedia. Und auch da kommt ja immer die Frage, was schreiben die Leute da? Kann da jeder schreiben, was er will? Oder ist das wahr? Oder ist es falsch? Oder ist es gefaked? Aber was mich jetzt eben noch mal bewegte und was eigentlich noch kein Thema war, es bewegt ja viele Leute, wie weit gibt es Fake News, die absichtlich in die Welt gesetzt werden, um die Politik zu beeinflussen? Also die Weltpolitik zwischen den Staaten. Ja? Oder wer macht irgendetwas auf und macht ein Riesending daraus und er hat Follower ohne Ende und am Ende stellt sich heraus, das ist alles ja nicht wahr. Und die Frage, die wir daraus mitnehmen, ist? Die Frage wäre, wie sind diejenigen, die sich jetzt, na sag ich mal, professionell damit beschäftigen, bisher mit solchen Fragen umgegangen, wenn sie denn solche hatten? Okay, ich würde sagen, ist schon an mehreren Stellen angeklungen, aber wir können es gerne noch mal weiter aufziehen. Das geht dann wahrscheinlich vor allen Dingen an dich und du bist ja eingestiegen mit der jungen Alternativen. Ja, aber ich glaube, es geht auch um russische Trollfabriken und solche Geschichten, die immer mal wieder in den Medien auftauchen. Also tatsächlich organisierte Verbreitung von Falschmeldungen auch zwischen Staaten. Das gibt es, die Datenlage ist relativ gering, was Deutschland betrifft. Da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass es irgendwie in großem Ausmaß irgendwie eine Einflussnahme von Russen oder anderen Akteuren gibt. Das ist natürlich nicht nur Russland. Wir können das für die USA ganz gut abbilden, weil es da relativ viel aus diesen Ermittlungen gibt und man sieht, welche Anzeigen da auf Facebook geschaltet wurden, wie viele Accounts auf Twitter da waren. Da waren teilweise auch welche mit irgendwie 70.000 Followern dabei, die auch in Medien aufgegriffen wurden. Also das kann man schon sagen. Für Deutschland kann man das jetzt so nicht sagen. Es gibt aus diesen Listen von Twitter-Accounts, die im Rahmen der US-Ermittlungen aufgetaucht sind, ein paar, die deutschsprachig waren auch. Die haben so versucht, ein paar Hashtags auf Twitter zu streuen. Das war unter anderem Merkel muss bleiben, aber auch Jugend für Merkel. Und ich muss an der Stelle auch einfach sagen, es hat nicht geklappt. Wenig überraschend, auf Twitter Jugend für Merkel versuchen, relativ schwierig. Ah ja, Sie mal vorhin genau, also es fehlt da einfach an Daten leider noch. Ich glaube, würde es in Deutschland versucht werden, würde man auch nicht so sehr auf Twitter gehen, sondern vielmehr auf Facebook, da ist die Datenlage einfach sehr, sehr gering, auch für die US-Wahlen. Es gibt Akteure, die organisiert arbeiten, aber vieles ist eher so, ein Akteur denkt sich irgendwas aus oder greift irgendwo was auf und dann schreiben alle voneinander ab. Also da ist jetzt nicht irgendwie der Marschbefehl, wir verbreiten das jetzt. Das gibt es bestimmt auch irgendwo, aber es ist vielmehr so eine Eigendynamik. Also nicht jede Falschmeldung, die Leute in die Wald setzen, erreicht auch tausende von Leuten. Aber manchmal greift eben dieses Confirmation Bias, dass das eigene Weltbild dann eben sehr stark bedient wird und dann werden die so zu Selbstläufern. Also es gibt organisierte Geschichten, manchmal ist es aber auch einfach die Dynamik des Internets, die dazu beiträgt. Vielleicht nochmal, weil wir ja vorher bei der Frage Tatsache und Wahrheit waren, nochmal die Frage an dich. Wir schicken euch ja vorher Sätze, bitten die zu vollenden. Und du, Emma, hast geantwortet oder den Satz, die Welt so zu sehen, wie sie,
wirklich ist, ist, und deine Ergänzung lautet just an illusion, würdest du also sagen, du gehst da nicht mit dem, was Philipp zuvor ausgeführt hat? Doch, da gehe ich mit, das ist die Welt in ihrer Komplettheit, in der Gänze, so zu sehen, wie sie wirklich ist, komplett, das ist schwierig. Natürlich kann man sich, ich glaube, das ist... Das kann nur Gott. Nur Gott! Das ist unmöglich, genau, also es ist halt klar, wir können, zu sagen, es ist irgendwie möglich, die objektive Wahrheit irgendwie für uns zu sehen, würde ich sagen, ist unmöglich, aber es ist natürlich auch nicht so, dass jeder nur seine eigene Wahrheit hat oder dass Wahrheit was total Subjektives ist. Und, also so ein paar Sachverhalte gibt es schon, auf die wir uns einigen können. Aber sollten dieses ein Mikrofon 2 plus 2 ist 4? Ja, klar, nee, das ist ja genau das. Also man kann im Nahen, in seinem kann man forschen und gucken und lesen und sich bilden und dann weiß man, das ist so und das ist wahr und man kann von oben drauf gucken, aber alles auf einmal und alles zusammen ist, weil die Welt ist ja, die beinhaltet ja dann auch jeden einzelnen Mensch, also es ist einfach, also die gesamte Wahrheit für uns zu erfassen. Da du sagtest, man kann sich bilden, Widerspruch, würde ich sagen, machen wir mal den Merkposten Bildung, aber würden uns jetzt erst noch mal einen kurzen Videoclip angucken. Aber du guckst so, als wüsstest du gar nicht, was ich will. Den Videoclip? Nee. Okay, genau. Stay tuned. They could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in a sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would, someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Also stay woke, bitches. Wir sind im Informationszeitalter. Okay, wir haben gelernt, man kann alles Mögliche fälschen, konnte man ja auch schon immer, ne? Unterschriften, Wasserzeichen, Blüten und so. Das ist eine Branche und die ist alive and kicking. Aber jetzt kann man solche Sachen schon jetzt und künftig noch besser plus minus per App machen. Also ihr habt es vielleicht gesehen, um Obamas Mund rum sah es ein bisschen aus, als wäre da ein Fettfleck auf der Mattscheibe oder irgendwie schlecht gebotoxt. Aber ich vermute, das ist relativ schnell der Fall, dass das wirklich täuschend echt aussieht. Jetzt sind wir, Caroline, es gewöhnt, so doll unseren Augen zu trauen. Natürlich, wir können lesen, uns informieren, anderen Leuten zuhören. Aber das, was wir sehen, ne, das ist ein Mikrofon, sagst du, das sehen wir und wir sind davon überzeugt. Und wir sehen Obama und er spricht mit einer Stimme, die ziemlich Obama-esque auf jeden Fall ist. Wie sollen wir damit umgehen, dass wir jetzt zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit Fakes konfrontiert werden und ja auch selber irgendwie Spaß damit treiben, also unsere Köpfe in, keine Ahnung, der letzte Kaiser oder so reinmontieren? Ich habe dazu tatsächlich ein paar mehr Gedanken. Also zum einen mache ich mir natürlich Sorgen darum, dass es so ist. Es gibt auch ganz viele Leute, die eben daran sitzen, dass so Machine Learning Geschichten aufgebaut werden, mit denen solche Fakes eben leichter generiert werden können. Und die gleichen Leute wurden letztens mal auf einer größeren Konferenz gefragt, was sie eigentlich tun, um Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man dann auch eben
solche Dinge erkennen kann und identifizieren kann. Und dann war da sehr viel Stille im Raum. Also es ist ein Riesenproblem. Wir brauchen natürlich auch als Faktenchecker und alle anderen brauchen natürlich Werkzeuge, um das relativ einfach zu identifizieren. Das ist irgendwie nicht der Fall. Ich glaube, bei so Obama-Reden mache ich mir relativ wenig Sorgen um die Zukunft, weil wenn die meisten Politiker reden, ist so mehr als eine Kamera dabei. Deshalb lässt sich sowas ganz gut verifizieren in solchen Zusammenhängen. Ich mache mir eher Sorgen um solche Videos vielleicht aus Kriegsgebieten, wo dann eben einfach Journalisten in der Regel nicht so sehr dabei sind. Also aber wenn dann irgendein nehmen wir sowas wie Trump, grab them by the pussy. Musste er erst einräumen, ja, war wohl der Fall. Etwas später hat er gesagt, nee, ist gefaked. Also demnächst könntest du auch bei Aufnahmen, die im kleinen Raum entstanden sind, auch das gibt es ja immer mal wieder, dass irgendwas aus einer Konferenz rausschwappt, weil ein Mikro noch an ist, das nicht sollte, sagst du, nee, das war ich nicht, da wurde meine Stimme gehackt. Ja, es ist relativ hypothetisch. Also kann natürlich passieren, ich will auch nicht die Angst komplett ausräumen. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es eher so, dass mehr als eine Kamera dabei ist. Wir sehen das jetzt auch an diesem Jim Acosta-Beispiel aus dem White House Press Room, da gab es auch drei verschiedene Kameraaufnahmen von diesen ganzen Szenen, die dazu geführt haben, dass ihm seine Akkreditierung entzogen wurde. So, das ist in den meisten Fällen so. Und dazu kommt, und das muss man an der Stelle einfach auch mal sagen, es gibt auch diese Werkzeuge schon seit längerer Zeit für Fotomanipulation. Das wird viel genutzt, das lässt sich inzwischen auch relativ gut identifizieren, wo da der Fake ist und wo nicht. Passiert immer wieder. Tatsächlich ist es aber so, dass für die meisten Fakes dieser Aufwand nicht betrieben wird. Also bei 99% der Fälle, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist es nicht so, dass da irgendwie Photoshop Philipp da irgendwie 10 Stunden investiert hat, um irgendein Fake zu kreieren. Sondern es ist ein Bild genommen und aus einem Zusammenhang gerissen und in einen völlig neuen gesetzt. So, da gibt es seit 2 Jahren den Fake-Bild von Angela Merkel mit zwei jungen Frauen mit Kopftüchern, offensichtlich minderjährig. Und das Bild heißt Merkel gratuliert zur Kinderehe. 1000-fach geteilt. Seit Jahren. Eine Bilderrückwärtssuche hätte das schon längst irgendwie entkräften können, dass es ein Fake ist. So, dieser Aufwand wird in der Regel nicht so sehr betrieben. Ich glaube, in Kriegsgebieten ist das ein größeres Problem. Aber die Regel ist echt, wir nehmen irgendein Medium, ein Video oder ein Bild und reißen es komplett aus dem Zusammenhang und setzen in einen neuen Zusammenhang. Okay, du sagst, läuft meistens sowieso viel simpler. Jeder von uns könnte faken, so wie das in 99,9% aller Fälle gemacht wird. Ich bin aber jetzt total fasziniert von dieser Technologie und möchte trotzdem dazu noch eine Frage loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr dieses TED-Talk-Video gesehen habt mit einem Google-Ingenieur, der eine vergleichbare Technologie vorstellt. Und was ich daran irgendwie so beklemmend oder bestürzend fand, dass er das total super findet. Er hat sich das ausgedacht mit seinem Team und zeigt eben Hillary Clinton, keine Ahnung, nicht James Bond, na, wie heißt er? Daniel Craig. Ja, natürlich. Daniel Craig und Trump und Obama und so, die alle zu Gesichtsmarionetten werden und die Bewegungen nachvollziehen, die vorgegeben werden. Hinten raus beschleicht ihn aber offenbar doch irgendwie ein komisches Gefühl und er sagt, das habe ich mir abgeschrieben, er ist total aufgeregt und hoffnungsvoll, dass dieses Tool, wenn wir das richtig benutzen und vorsichtig benutzen, euch Individuen hilft, positiven Einfluss auf die Welt auszuüben, worin auch immer der besteht, und die Zukunft so zu gestalten, wie wir sie wollen. Und außerdem entwickeln sie jetzt auch den Reality Defender, den kannst du in deinen Browser machen und damit dann rausfinden, ob ein Video gefaked ist oder nicht. Also da war eine solche Schizophrenie in dem Vortrag, dass ich jetzt tatsächlich nochmal auf die Bildung zu sprechen kommen möchte, weil ich glaube, in all dem, was ihr gesagt habt, steckt es drin, dass wir uns hinterfragen müssen und nicht so einen nervösen Daumen haben müssen. Siehst du, Philipp, da drin einen Bildungsauftrag? Oder ist das outgesourced zu jedem Einzelnen von uns? Ja, ich glaube schon, dass es insgesamt müssen wir kritischer werden, weil wir mit mehr Bildern und Nachrichten beballert werden und das damit irgendwie auch umgehen müssen. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich sagen kann, für über 90% ist es mit bloßem Auge zu erkennen. Auf der anderen Seite, wenn die Technik ein bisschen besser wird, wir kennen ein ähnliches Phänomen eigentlich selber schon,
aus dem Kino, dass man, das nennt man manchmal Paradox of Fiction, man schaut sich einen Kinofilm an, weiß, dass es alles fake, natürlich ist eine fiktionale Geschichte, hat aber trotzdem Angst und fiebert mit den Hauptfiguren mit. Mhm. Ich glaube, so etwas Ähnliches passiert zum Beispiel auch auf Instagram, wenn man sich die Bilder von den Freunden und Bekannten anschaut und denkt, die sind alle immer ständig in diesem fantastischen Urlaub, nur bei mir ist der irgendwie immer so verregnet und nicht so toll. Und natürlich weiß man, wenn man Bilder selber bearbeitet hat, schon, man weiß, wie man aus normalen Bildern tolle Bilder machen kann. Und wenn man einmal nachdenken würde, wüsste man, naja, das sind jetzt die allerbesten Bilder, tausendmal bearbeitet und so weiter. Aber so ein bisschen bleibt ja trotzdem was zurück. Vielleicht so ein Gefühl, das ist, da draußen ist es irgendwie toller. Und das, glaube ich, reicht manchmal schon, dass man, selbst wenn die Leute sagen, naja, vielleicht ist es jetzt auch wieder so eine Art Programm oder Video, das da läuft, dass doch ein bisschen was zurückbleibt. Und wenn man, die Amerikaner nennen das weaponized narratives, wenn man jetzt große Geschichten erfindet, dass zum Beispiel, möchte jetzt ein Staat da Unruhe stiften, mhm, und sagt, ich möchte jetzt in den USA, dass die Leute auf die Straße gehen, dann fängt man halt an zu sagen, an vielen Ecken stimmt was nicht, fängt an, Bilder überall zu streuen, die ein Gesamtbild ergeben, dass irgendwas im Argen liegt. Und es reicht ja, dass ein bisschen die Stimmung so in eine Richtung kippt. Die Leute müssen nicht jedes einzelne Bild für wahr halten, nicht jede einzelne Geschichte, aber ich glaube schon, dass es sozusagen so eine Art Großangriff gibt und das wird dann für die Rezipienten immer schwieriger, sich wirklich zu schützen, wird immer aufwendiger. Was würdest du sagen, weil ich weiß, du hast heiße Kohlen auf dem Stuhl. Vielleicht doch nochmal schnell die Frage an dich. Siehst du da einen Bildungsauftrag im Sinne von Medienkompetenz oder zurück an den Anfang unserer Diskussion, wo wir mal festgehalten hatten, wir wissen eigentlich schon so Pi mal Daumen, was wir tun müssen? Es ist alles zusammen. Also es ist sowohl eine Sache der Bildung und zwar auch der außerschulischen Bildung für alle Altersgruppen und nicht nur die Interessierten, die auch herkommen und was darüber wissen wollen, sondern wir müssen Wege finden, auch Menschen zu erreichen, die nicht zur VHS gehen und sich einen Kurs angucken. Kennst du so einen Weg? Weil tatsächlich ist es natürlich so, es kommen die sowieso ein latentes Interesse haben. Ich glaube, es gibt immer mehr Versuche, Dinge zu tun. Diese Partnerschaft zwischen Korrektiv und Facebook, die schon angesprochen wurde, führt dazu, dass Faktenchecks unter diesen Posts mit den Falschnachrichten angezeigt werden. Das führt zumindest dazu, dass Faktenchecks diejenigen erreichen, die sowas in ihren Newsfeeds sehen oder die solche Dinge posten. So, wenn ich für den ARD Faktenfinder arbeite oder für irgendein anderes Fact-Checking-Team, erreiche ich in der Regel erstmal die Leute, die schon interessiert und skeptisch sind. Das heißt, da braucht es auf jeden Fall noch mehr Wege und Innovationen, die auch nicht so väterlich pädagogisch daherkommen, aber ein Angebot sind, die wir noch entwickeln müssen. Da stehen wir am Anfang, muss man einfach sagen. Es ist aber auch eine Verantwortung jedes Einzelnen, da zu hinterfragen. Es ist aber auch eine Verantwortung des Journalismus, der in Teilen deutlich transparenter auftreten muss, auch in viel transparenter mit Fehlern umgehen muss. Die Politik muss da rangehen und selbst transparenter arbeiten und nicht im Sinne von Seehofer sagen, wir müssen nicht nach Russland schauen, wenn es um Desinformation geht. Die meisten Fake News kommen von deutschen Medien und Politikern. Und wenn er dann damit konfrontiert wird mit dieser Aussage, dann zu sagen, ja, er hat da einfach nur ausgesprochen, was das deutsche Volk denkt und weiß. Und aber das Innenministerium hält eigentlich keine Listen mit Medien vor, die Desinformation verbreiten, dann ist das ein Riesenproblem aus politischer Ebene. Und da muss dann einfach auch eingesetzt werden. Also es kann nicht nur Bildung sein, es kann nicht nur Journalismus sein, es muss alles zusammen sein. Emma, jetzt vielleicht so eine doch total schreckliche Frage an dich als Künstlerin. Begreifst du das, was du machst, auch als Bildung? Also ist das eine Form von Bildung, dass du die Leute zu Zweifeln oder Selbstbefragung einlädst? Ja, also eine Einladung ist was anderes als eine, aber ich will als Künstler nicht den Pädagogen spielen, mimen und Kunst soll auch nicht irgendwie jemandem irgendwas, also das finde ich irgendwie immer schwierig, Kunst will uns zeigen, der Künstler möchte uns sagen. Ich will die Künstlerin sagen. Natürlich, klar, ich beschäftige mich mit Sachen, die ich finde, das, worüber wir gerade hier sprechen, interessant und Täuschungen, das finde ich interessant und setze das irgendwie oder materialisiere das in meiner Arbeit, baue irgendwelche Räume, wo die Leute nochmal überlegen müssen, hä, ist das jetzt das? Und dann gibt es nochmal einen Trick und dann ist ein Dreh und dann ist es vielleicht
irgendwas, was nur vorgibt, ein Fake zu sein, aber echt ist, irgendein Fake-Fake und dann macht es nochmal eine Kurve und dann ist es ein bisschen so. Und wenn da jemand vielleicht sich irgendwelche Fragen stellt danach und was ist denn eigentlich Wahrheit, was ist denn Realität, was ist denn, ist eigentlich Virtualität immer gleich das Gegenteil, ist das überhaupt das Gegenteil von Realität? Und wenn jemand da irgendwie drüber nachdenkt, dann finde ich das schon gut, aber das ist nicht das Anliegen, also weißt du? Das ist nicht dein Arbeitsauftrag. Nee, okay. Sonst würde ich ja Lehrer werden. Genau. So, gibt es von gesprochen. Euch Fragen oder Anmerkungen? Vielen Dank, gute Reise. Habt ihr Fragen oder weitere Beiträge, die ihr hier vorne vortragen möchtet? Voila, auf den letzten Metern, sehr schön. Dann kannst du ja gleich aufschließen. Ja, Jens Junge, mein Name. Hallo. Hallo. Und hallo. Aber ist es nicht vielleicht manchmal schön, einfach nur die Fakes auch wahrzunehmen? Ist es nicht vielleicht einfach nur hilfreich, diese Realität auszublenden? Ist es nicht für andere einfach dann ein Schutzraum? Ja, also was für Fakes meinst du jetzt? Ein Plädoyer jetzt sozusagen mal dafür, dass eigentlich doch wir manchmal doch einfach unsere Realität gar nicht halt so richtig wahrnehmen wollen. Dass es doch viel schöner ist, sich eigentlich in dieser Gedankenwelt zu bewegen. Also der Philosoph sozusagen, gab es das nicht schon mal? Also ja, soll ich gleich, also der Realität zu entfliehen, Eskapismus macht Spaß, ja, deshalb haben Menschen Narrative erfunden und erzählen sich Geschichten seit den Anfängen und stellen sich vor, selber vielleicht in diesen Geschichten zu sein, deshalb funktionieren Netflix-Serien und Kinofilme und so sehr gut, weil das uns Spaß macht, aber ich glaube, es spielt eine große Rolle, ob ich weiß, das ist jetzt der Kontext des der Tagträumerei oder des Narrativs, die ich entfliehen kann. Oder ob ich glaube, wir reden jetzt hier über die Realität, in der ich lebe, wir reden jetzt über die tatsächliche Politik, die stattfindet und da werde ich betrogen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Aber natürlich ist die Motivation oft eine ähnliche, warum Leute überhaupt auf Fake News reinfallen. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, es gibt dieses Confirmation Bias, dass wir die Neigung haben, das, was wir ohnehin schon glauben, gern bestätigt sehen. Wir neigen nicht dazu, erstmal, wenn wir was hören, nach Gegenbeispielen zu suchen, sondern wenn es so uns in den Kram passt, dann nehmen wir es gerne an, vor allem, wenn es uns moralisch in den Kram passt. Wenn ich jetzt glaube, die Flüchtlingssituation ist ganz schlimm für Deutschland, dann werde ich natürlich auch eher Nachrichten rausfiltern und suchen, die darauf hindeuten, dass die Flüchtlinge eine Bedrohung da sind. Ich glaube, die grundsätzliche Unterscheidung ist auch, deswegen würde ich nochmal nachfragen, ob ich die Frage überhaupt richtig verstanden habe. Du redest von Fake, aber Fake erkenne ich als Fake erst, wenn ich weiß, es ist die Unwahrheit. Bis dahin ist es für mich unter Umständen eine Information und ein Buch, ein Kinofilm ist ja immer Fiktion und das ist ja nicht dasselbe. Deswegen frage ich nochmal, welche Konsumentensituation ist das? Also ich gehe ja nicht ins Netz und sage, ich gucke mir jetzt hier Fakes an. Nein, genau, also ich meinte das so ein bisschen halt in die Richtung, also Klimawandel glaube ich nicht dran. Ja, da gibt es Fakten, aber also unser Präsident, ja, sagt uns doch gerade, dass das doch alles doch nicht so ist. Also darf ich ihm doch wohl glauben. Ja, also da gibt es Menschen, die arbeiten in der Ölindustrie und möchten natürlich ihren Job irgendwie halt sichern oder was auch immer. Also da gibt es ja Gründe, warum man sich nicht verändern will. Und es gibt immer vielleicht dann halt eigentliche Fake News, die aber dann halt ja so es verhindern, dass ich mich auch überhaupt nur informieren oder verändern möchte. Ja, das ist ja bequemer, ist ja klar. Also es ist ja bequemer, das zu glauben, was einem so ein bisschen einlullt und man sagt so, ja, stimmt, Klimawandel, müsste ich mich ja umstellen, das würde ich ja lieber, aber das, ja, klar, das machen die alle. Also sprich, ich suche mir die Sachen, die in mein Bild von mir und der Welt passen. Klar. Oder zum Beispiel auch, also jetzt Thema Verschwörungstheorien, damit habe ich mir auch ein bisschen auseinandergesetzt und das ist natürlich auch so, die Leute, das ist auch manchmal vielleicht so ein Sinn, den man da irgendwie rübergebracht kriegt, weil das gibt dem eigenen Leben, der so ein bisschen, das vielleicht so ein bisschen trostlos ist, man hängt so rum und dann gibt es eine Verschwörungstheorie, die sagt, das ist ganz spannend, Project Bluebeam, die sagen, ja, es gibt ja eine riesige, also die fallen an so einer Technik und die machen riesige Projektionen und Hologramme in den Himmel, also mit der NASA zusammen, um euch zu täuschen und irgendwann wird dann mal so Fake Alien-Invasion wird's geben und dann wird noch, also und weiter, also Zukunftsmusik, aber jetzt wird die Technik schon erprobt und guckt euch den Himmel ganz genau an. Die Sonne ist nicht immer gleich die Sonne. Und da gibt es 1000 super tolle Videos bei YouTube, wo Leute
genau diese, also quasi diese Fakes entlarven und uns quasi Beweismaterial liefern, dass die Sonne ein Hologramm manchmal ist und dass die Wolken auf jeden Fall Fake sind. Die verdecken nur, was da oben geprobt wird. Und dann steht dann zum Beispiel manchmal sowas wie Only a highly trained eye can see that these are fake clouds. Ja, wenn ihr das nicht glaubt, ja gut, dann müsst ihr mal genauer hingucken. Und dann gucken die den ganzen, dann haben sie, also ne, dann hängst du rum und hast aber dann einen Auftrag und schmeißt die Kamera an und dann bist du immer am... Aber das klingt ja jetzt fast irgendwie beschaulich. Ein Mensch, der nicht so recht weiß, was er mit sich machen soll, sucht sich ein zugegebenermaßen obskures Hobby, würdest du sagen? Nee. Also gut, den Bereich hat das vielleicht in seinem Privatleben, aber findest du es gesellschaftlich problematisch? Ist das eine Gefahr für die Demokratie oder ist es okay, sollen sie doch Hologramme suchen? Ja, sollen sie Hologramme suchen, aber der Punkt ist ja, glaube ich, eher, dass man, ich glaube, das macht gar nichts, ob ich das, oder? Der Punkt ist ja vielleicht eher, dass das ist ja nur im übertragenen Sinne. Die Verschwörungstheorie, also da lacht man so drüber, haha, der guckt in den Himmel und sieht da irgendein Fake, wo wir einfach einen schönen Sonnenuntergang sehen. Aber es ist ja im übertragenen Sinne das Gleiche, wie wenn irgendwelche Populisten mit irgendeiner easy Antwort auf eine schwierige Frage kommen und dann sagen wir, ja, stimmt, finde ich super. Und dann, also ich glaube, es ist das Gleiche. Es ist nur natürlich ein bisschen lustiger, und aber eigentlich ist es ähnlich. Ja. Würdest du sagen, Philipp, es ist eine Gefahr für die Demokratie oder ist das auch schon wieder so eine aufgeregte Journalistendebatte, dass die Fakes die Demokratie kaputt machen? Ja, also grundsätzlich kann es schon eine Gefahr sein, wenn immer weniger Menschen das glauben, was die Journalisten und die Wissenschaftler sagen. Bei der Geschichte gerade habe ich so spontan gedacht, dass da jemand vielleicht zu lange im Solarium gewesen ist und deshalb da irgendwie eine falsche Sonne irgendwie sieht. Aber bei Verschwörungstheorien ist das interessant, dass die dieses Merkmal haben, also dass Menschen schon zwei Motivationen offenbar haben. Also einmal, sie wollen dieses Geheimwissen haben, ne? Sie wollen irgendwie die anderen überlegen sein. Ihr seht das alles nicht, ich habe da aber schon die Checkung. Das highly trained eye. Genau, highly trained, wäre was Besonderes. Und das Zweite ist aber auch so eine Strategie, dass oft das Scheitern im eigenen Leben oder die Unbedeutsamkeit, das kann man relativ gut testen. Also die meisten Leute sind irgendwie mit sich selber nicht zufrieden, das ist wirklich so. Und suchen dann aber eine Erklärung dafür. Und dann wird es aber auch schnell wieder politisch relevant, weil die Erklärung ist ja oft, da sind geheime Mächte im Gange, die ganzen Fäden ziehen. Und da kann es dann auch zum Beispiel sehr schnell antisemitisch werden, weil das sind dann oft die Eliten, die Rothschilds, die Zionisten, die da irgendwie das Weltgeschehen lenken. Und Verschwörungstheorien sind verstärkt am rechten Rand zu finden und bedienen oft auch bestimmte Klischees am rechten Rand. Also es ist nicht nur so, dass es gibt natürlich diese lustigen, wenn die Leute an die flache Erde glauben, dann kann man die dann auch irgendwie das glauben lassen, wenn sie es dann unbedingt wollen oder glauben, dass wir dass die mächtigen Menschen Reptiloide sind oder so. Aber es gibt einen Punkt, wo es dann vielleicht so umkippen könnte und wo sich das dann vermengt in so ein bestimmtes Weltbild, was dann aber auch wiederum politisch relevant ist, glaube ich. Naja, oder beziehungsweise Verschwörungstheorien, das ist ja auch in der Politik, also genau, damals, also die Juden sind bla bla bla, die Flüchtlinge sind, das ist ja nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Auf einem anderen Level vielleicht, aber das... Sind wir natürlich dabei und müssen den Schlussstein setzen, aber ihr könnt natürlich auch noch fragen, nämlich, was hilft dagegen? Also gegen Verschwörungstheorien, gegen die Lust daran, die eigene Weltsicht bestätigt zu bekommen oder mal einen Moment lang wichtig zu sein und zu sehen, ach hier, mein Quark wird jetzt auch noch weiter geschubst durchs Netz. Frage an den Philosophen sozusagen, also was motiviert eigentlich zur Aufklärung? Also was hat die Menschen damals doch halt auch dazu gebracht, eigentlich Aufklärung zu lieben? Also das sind jetzt zwei Fragen. Ich habe die verbunden ein bisschen damit halt. Ne? Genau, also stimmt, man kann sich eigentlich auch zusammen beantworten. Also irgendwie will man sich schon dagegen wehren und ich glaube, es gibt kurzfristige und langfristige Methoden und langfristig muss man einfach sagen, es ist mühsam und dauert lange und es hat am Ende, es klingt banal, aber es hat was mit Bildung zu tun. Mühsam und dauert lange, ich weiß nicht, ob das... so wie wir jetzt drauf sind und anfangen, Nachrichten zu konsumieren, ob das ein Erfolgsrezept ist. Doch, es ist ein Erfolgsrezept, weil die Leute natürlich immer gebildeter sind. Also ich wollte nur sagen, man muss erstmal in Bildung investieren und das fängt in der Schule an und man muss sozusagen kritisches Denken lernen und das lernt man über lange Zeit und man weiß auch, wenn Leute
nicht so ein kritisches Denken haben, sind sie viel anfälliger für Verschwörungstheorien, auch für andere Formen von Extremismen, Rechtsradikalismus, andere Formen, Fundamentalismus. Und wenn die sich aber jetzt, wenn jemand jetzt so 8 Jahre lang sich verstiegen hat in so eine Verschwörungstheorie, kann man auch nicht denken, dass man 7 Argumente dem gibt und ein paar Bilder und dann ist er draußen, sondern der Weg zurück dauert auch lange. Deshalb ist es einfach besser, Leute vorher zu schützen, indem sie einfach kritisches Denken lernen. Und wir sind heutzutage viel gebildeter als die Vorgängergenerationen, haben höheren Bildungsstand. Insofern sind wir insgesamt schon besser geschützt und wahrscheinlich wird es in Zukunft noch besser werden bei unseren Kindern und Enkelkindern. Das wäre jetzt hoffentlich ein unfassbar optimistischer Schlusssatz, aber es steht ja noch die Frage aus, wieso sollte ich Bock haben auf Aufklärung? Ja, also da die kurze Antwort ist, weil insgesamt sich die Welt in ganz vielen Hinsichten verbessert hat durch die Wissenschaft. Die durchschnittliche Lebenserwartung um 1900 war 30 Jahre, jetzt ist sie weltweit über 70 Jahre, in Deutschland über 80 Jahre. Das ist ein Erfolg, den es durch Wissenschaft gegeben hat, durch die Medizin, durch flächendeckende Impfungen. Und diesen Erfolg hätten wir nicht. Also wir haben einfach 40 Jahre geschenkt bekommen von der Medizintechnologie und die basiert auf Wissenschaft und Wissenschaft basiert auf systematischer Wahrheitssuche. Und das ist das, was die Aufklärung gesagt hat. Deshalb also ist Aufklärung gut. Auf der Habenseite für systematische Wahrheitssuche ist relativ viel und bei Echsen, die uns regieren und Chemtrails ist so wenig, was für die Menschheit bei rausgesprungen ist, als sie dran glaubte. Okay, jetzt kommt ihr alle. Ja. Einfach reinhören und jetzt ganz kurz Bullshit, den Sie gerade von sich gegeben haben bezüglich der Bildung. Entschuldigung, das war jetzt ironisch. Entschuldigung, das sollte jetzt nicht beleidigend sein. Nein, nein. Also ich bezweifle, dass in der Schule die jetzige Form der curricularen Bildung dazu beiträgt, dass irgendjemand da kritische Konstruktionen oder Wirklichkeitskonstruktionen überhaupt auf die Idee kommt. Also wir waren da vielleicht, oder unsere Generation war da vielleicht beeinflusst durch die 68er noch eher irgendwie in diese Richtung orientiert. Auch nach der Schule vielleicht mal selber über irgendwas nachzudenken, aber die haben heute gar nicht die Zeit. Die werden so zugeschüttet mit Faktenwissen, dass das gerade wegbricht. Ja? Und das ist die Gefahr. Und ich glaube, dass wir halt tatsächlich eine gehirngerechte Schule brauchen. Also die Jugendlichen würden eigentlich, also von unserem intristischen Motivation her, ist die Phase der Jugend das, wo ich mein Bewusstsein durch eigenes Handeln bilden will, eigene Erfahrungen, Lebenserfahrungen und der Bullshit, also das betrifft eigentlich die Schule, der Bullshit, der da passiert, ist halt, sie gerade wegzuführen von eigenen Erfahrungen und sozusagen fremdbestimmtes Wissen ihnen einzutrichtern. Aber wir hatten ja vorhin auch kurz den Abzweig in Erfahrungen aneignen durch Wissenserwerb. Also genau, um Schwerkraft zu verstehen, reicht es ja vielleicht für Isaac Newton, dass eben irgendwie ein Apfel auf den Kopf fällt, aber vielleicht nicht für jeden Schüler. Naja, gut, es ist so, dass im Internet alles Wissen offen liegt und wir von Natur aus als Kleingruppenwesen eigentlich ein Kulturwesen sind. Also außer diesem Stressmodus, den wir sozusagen jetzt gerade kulturell fahren, gibt es diesen dialogischen Modus in der kleinen Gruppe. Die Zukunftswerkstätten von Robert Jung zum Beispiel, ne? Also gemeinsam etwas zu verhandeln, also auszuhandeln, wie die Welt ist, wie man sie gemeinsam sehen möchte. Ja? Und das hat den Sinn, dass diese Gruppe überhaupt handlungsfähig ist, indem sie sozusagen das Wissen teilt. Also jeder weiß, dass der andere das weiß, was wir jetzt gerade besprochen haben. Es ist also so eine Art AGB, als Kulturbildung. Also jetzt geht es, glaube ich, Und das ist halt wirklich ein menschliches Bedürfnis. Wir wollen eigentlich irgendwo dazugehören und uns mitteilen und genau. Und dieses Bedürfnis kann man eben missbrauchen, fehlleiten. Und das passiert gerade. Und deshalb müssen wir es in der Schule sozusagen lernen, dass es anders geht. Bitte. Ja, also ich bin für großflächige Kritik am Schulsystem immer zu haben. Ja. Insofern würde ich sagen, ganz allgemein könnte man es auf jeden Fall noch besser machen, bin ich mit Ihnen. Man könnte doch sehr viel systematischer, wirklich kritisches Denken lernen. Und das ist aber mittlerweile auch
relativ gut untersucht, dass man das auch wirklich lernen kann. Und bei kritischem Denken ist jetzt nicht nur gemeint einfach Bildung, dass ich jetzt Goethe und Schiller zitieren kann und irgendwie Physik gut gelernt habe und da irgendwie das Gesetz des freien Falls die Formel aufschreiben kann, sondern damit ist auch gemerkt, so eine gewisse Distanz zu dem, was man sieht, einzunehmen, also Quellenkunde zu betreiben, Grundgedanken der Wissenschaftstheorie zu lernen, auch statistisches Denken zu lernen. Ich habe keinen perfekten Überblick über das gesamte Schulsystem. Ich bin mir sicher, das funktioniert in einigen Schulen gut, in anderen nicht so gut, könnte noch ein bisschen besser funktionieren. Aber allgemein kann man sagen, die Akademisierungsrate, also es hat was mit akademischer Bildung auch zu tun, die Akademisierungsquote in Deutschland ist relativ niedrig, auf ganz Deutschland gerechnet 17%, denkt man immer nicht. Also alle, die an der Uni waren, sind nur 17%. Wenn man jetzt aber sieht, wie viele in den jüngeren Jahrgängen an die Universitäten und Fachhochschulen gehen, sind das fast 50%. Das heißt, die junge Generation ist die bestausgebildete Generation, die entgegen dem, was sie sagen, weil sie wahrscheinlich eine kleine Teilgruppe vor Augen haben, aber im Schnitt sind die am gebildetsten von allen, die es jemals gegeben hat. Also ist es insgesamt besser, aber sie könnten natürlich noch gebildeter sein und noch kritischer. Ne, das geht immer, nach oben ist immer Luft. So, jetzt würde ich tatsächlich von euch gerne, weil ich glaube, was ja wirklich hilft, vielen Dank, was ja hilft für, um die eigene intellektuelle Reichweite zu vergrößern, ist nicht dauernd sich das anzugucken, was man eh schon kennt und mag. Wir sprachen eigentlich den ganzen Abend drüber, sondern ganz anderes. Und deswegen würde ich euch gerne bitten, uns zu sagen, was wir uns auf dem Nachhauseweg angucken, anhören sollen, was wir lesen sollen, was völlig unvermittelt in unsere Filterblase jetzt mal so reinschwappt. Oh Gott, was jetzt? Ja, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas auf YouTube, eine Künstlerin, die du super findest, kann alles sein, eine Platte. Ich gebe dir mal ganz kurz. Also spontan fällt mir jetzt... Also es ist bald Weihnachten, die Zeit, wo man überlegt, welche DVD-Box soll ich verschenken oder welches Buch. Also wenn ich jetzt einfach wirklich ganz persönlich sage, die größten Aha-Erlebnisse, die ich hatte bei einem Buch, war vor etwa 6 Jahren ein Buch rausgekommen von Jonathan Haidt, das heißt The Righteous Mind. Das ist nicht auf Deutsch übersetzt worden, aber es handelt eigentlich vom menschlichen Tribalismus, der ist ein Evolutionsbiologe oder Moralpsychologe, kann man eigentlich sagen, der sich anschaut, woher unsere Werte und Normen kommen und welche Rolle Emotionen und so stammesgeschichtlich alte archaische Instinkte dabei spielen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir interagieren. Und das ist unglaublich erhellend, dieses Buch zu lesen. Man kann sich auch von ihm, mittlerweile hat er sehr viele Vorträge gehalten, es gibt kleinere, kurze Videos von ihm, kann man sich auch anschauen, kurze Zusammenfassung. Also das ist wirklich erhellend, weil man da die Welt mit einem anderen Auge sieht. Und es hat auch immer was mit Fake News eigentlich auch dann zu tun, weil man daran auch ableiten kann, was sind eigentlich die Themen, wo besonders eine Sensibilität für sowas besteht. Nämlich wenn es um Autorität geht, wenn es um die Fremden geht, auch wenn es um solche Themen wie Reinheit, Heiligkeit, was gelangt in den Körper, die ganze Sache mit Impfen und Essen, das ist auch sehr anfällig für Mythen. Also diese ganzen Themen deckt er eigentlich ganz gut ab. Mhm. Emma, jetzt lass uns noch mal durch deine Augen gucken. Ich schicke euch einen Kommentar darunter mit einem guten Buch. Okay, das ist ja schon mal gut. Das bedeutet, ihr müsst alle noch mal auf die Seite des HIG gehen und da gucken, was Emma geschrieben hat. Also habt vielen Dank, ihr drei, jetzt noch zwei. Vielen Dank für die engagierte Diskussion und für die Einblicke in das, was ihr tut und womit ihr euch beschäftigt. Ich habe noch den Auftrag, euch zu sagen, dass ihr wohl alle an euren Plätzen so einen Zettel vorgefunden habt, eine Umfrage des HIG, und die würden sich herzlich freuen, wenn ihr das ausfüllt und da vorne steht so eine Box, dort die Zettel wieder loswerdet. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut rüber und kommt gerne wieder. Und zwar geht es im Januar, das ist seit heute fix, um KI und Kreativität, Titel Zahlen, die malen. Ja, und alles Weitere habt ihr ja heute Abend gehört, unter anderem vom ehemaligen US-Präsidenten. Stay woke, Bitches. Bis nächstes Jahr. Tschüss.